Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Formel 1 2013 mit mir, dem Henne. Wir sind im letzten Rennen der Saison, das ist im letzten Qualifying erstmal, müssen wir auch noch machen. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir es doch recht weit nach vorne schaffen. Vorhin im Training, was heißt vorhin? Gestern, vorgestern, irgendwann habe ich die beste Zeit gefahren, glaube eine 1:17 irgendwas. Und durch Regen, dann kam keiner mehr da dran. Aber jetzt, wie man sieht, ist es schön trocken. Ich bin auch schon. Die wollen mit Weich rausfahren. Sehr schön, sehr geil. Dann fahren wir direkt raus, eine fliegende Runde. Oh, Maldonado ist vor uns. Für 5 Runden, okay. Das freut mich. Es ist wieder ein bisschen länger her, ja, dass ich das hier gefahren bin, also die Strecke. Also 2 Tage halt. Hier ist noch kein DRS, hier jetzt aber. Moment. Da musste ich niesen. Ja, danke. Schlimm mit Niesen, wenn man erkältet ist. Okay, Bestzeit trotzdem im ersten Sektor. Da habe ich zu viel gebremst, das war ein Fehler. Ich bin echt gespannt aufs Rennen. Und nach Formel 1 kommt dann endlich Need for Speed Most Wanted. Das wird so gegen Dienstag oder Mittwoch der Fall sein. Früher schaffe ich es nicht, weil ich da halt auch noch ein bisschen produzieren muss, die Thumbnails machen. Und morgen kommt ja auch schon wieder ein neues Projekt. Also diese Folge hier kommt noch Sonntag, also am Ostersonntag, in dem Sinne auch alle frohe Ostern halt, ne? Ja, und dann mal schauen, wann Need for Speed Most Wanted kommt. 1:18. Das war noch zu schlecht, meine Runde. Das muss besser sein. Das können wir auch besser, aber eben halt diesen einen Ausrutscher. Das war scheiße. Das Schöne an Brasilien ist, das ist eigentlich eine schnelle Strecke. Bis auf diese Kurvenkombination hier, die ist ein bisschen langsamer. Macht immer einen schönen Platz. Oder auch nicht. Jetzt ist aber an dem vorbei. Wollte die harten Reifen einfach eigentlich nicht zu sehr belasten. Das sollte reichen. Session-Optionen zurück zur Garage. Ja, ich bin mir sicher. Mal gucken wir uns mal an, was es für ein Spektakel das geben wird. Ja, ich weiß nicht. Gucken wir mal, vielleicht reicht das ja schon, um in Q2 zu kommen. Q2 und Q3 würde ich dann ganz gerne mit einem Reifensatz fahren.
Einfach um zu sparen. Wobei in Q3 würde ich dann doch ganz gerne einen neuen anfahren, einen weichen, um mit denen zu starten. Der hält dann länger. Arbeit, du bist für die nächste Werden es Runde auch weiter, qualifiziert. okay. Wie viele Weiche habe ich denn noch? Alle drei, wunderbar. Ich versuche jetzt in Brasilien auf eine Zwei-Stopp-Strategie zu bleiben. Das ist ein Stopp. Natürlich ein Stopp, keine Zwei-Stopp. Das würde ich, denke ich, schaffen, aber halt nur verdammt knapp. Und dann auch nur so, dass die Reifen halt extrem nachlassen werden. Und es dann auch verdammt schwer wird, dagegen anzuhalten. Deswegen mal schauen, was es so gibt. Aber, Na, wer ist denn da hinten denn? Sollten wir ins Q3 kommen, werde ich gleich nochmal mit diesem Satz rausfahren. Und dann nochmal zum Ende hin mit einem neuen. Mit dem ich mich dann auch qualifiziere halt dann letztendlich. So, dann gucken wir mal, was das für noch in dir gibt. Ein bisschen Kerz noch aufbewahren. Fuck, voll verbremst. Scheiße. Das hat mich richtig viel Zeit gekostet. Mann, war so eine gute Runde bestimmt. Also muss ich noch eine Runde. Das Verbremsen ist ärgerlich. Trotzdem eine 1,18, aber fast eine 1,19. Das wird gleich auch runterboten bestimmt. Im dritten Sektor kann ich. Im Sektor 3 kann ich halt dann jetzt wieder extrem viel Zeit gut machen. In 1,16 fahren die hier schon. Das ist doch schon ein bisschen krass, in 1,16. Mann, schon wieder so weit raus. Das sollte aber reichen. Das sollte eigentlich reichen, um in die nächste Session zu kommen. War eine tiefe 1,17, ja doch. Ja, das reicht. Das reicht locker. Somit sind wir in Q3 angelangt. Der wären leider nicht. Na, das tut mir aber leid. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, ich führe ein bisschen. Okay, die nehmen automatischen. Ich will aber. Den hier. Dann später nochmal mit einem neuen Reifensatz. Oh, oh.
angefahrenen Reifen unterwegs bin. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Richtig viel, alle sind glaube ich gerade auf der Strecke. Das kann dann natürlich ein kleines Chaos geben. Ich versuche extra ein bisschen Abstand zu halten. Die Strecke wird ja auch immer besser halt, deswegen. Eine 1,16 irgendwas muss ich unterbieten. Das sollte ich schaffen, das sollten wir wirklich schaffen, aber wird halt auch knapp. Zu weit rausgekommen hier. So, jetzt so die Kurvenkombination ist immer so ein bisschen heikel. Scheiße. Viel zu früh gebremst. Aber die werden da alle schön aufgehalten. Ich habe recht gute freie Fahrt. So, die letzte Kurve jetzt vor Start und Ziel dann. Diesmal doch ganz gut bekommen und das könnte eine Bestzeit werden. Das könnte eine Bestzeit werden. Jawohl! So, Session Option zurück zur Garage. Eieiei. Dann gucken wir uns das mal an, wie es so verläuft. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Im ersten Sektor war Vettel ein bisschen schneller. Vettel ist auch nur extrem ganz, ganz klein bisschen langsamer als ich. Okay. Du bist auf Platz 2 gerutscht. Dann fahren wir nochmal raus mit einem neuen Satz. Ich will die Pole Position hier haben. Ich will hier die Pole haben, das ist ganz klar. Ich wäre ja eh nochmal rausgefahren mit einem neuen Satz, von daher. Scheiße, das hat Zeit gekostet. Aber vielleicht mache ich die irgendwo anders wieder gut. Vielleicht mache ich die irgendwo anders wieder gut. Und diese Kurven hier, die muss man einfach so langsam fahren, das ist abnormal. Und es wird übrigens nicht die letzte Formel 1 Saison in diesem Jahr bleiben, von der 2013er. Scheiße. Es wird noch eine kommen mit einem sehr guten anderen Let's Player. Wann verrate ich nicht. Mit wem verrate ich auch nicht. Starke Runde, damit solltest du eine Weile ganz oben stehen. Ja, starke Runde, die war ein bisschen zu schlecht für meinen Geschmack. So, erste Bestzeit im Sektor 1.
Darf ich mich in der letzten Kurve wieder nicht verbremsen? Das war gut, das war sehr gut. Jetzt alles kehrt hier auf die letzte Runde. Auf die letzte Kurve. Und jetzt wird das verdammt knapp. Wird es für eine Bestzeit reichen? 1,14, 1,15, 1. Jawohl! Pole Position für mich momentan. Boah! Wenn er 1,15, jawohl! Session Option zurück zur Garage. Und? Jawohl, Leute! Alter, war ich aufgeregt. Alter, nee. Pole Position für uns in Brasilien. Das kann nur beste Voraussetzungen fürs Rennen geben. Ich sage, wenn euch das Golf eingefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wir sehen uns gleich im Rennen wieder. Tschüss.